Das Auto ist ja bekanntlich der Deutschen liebstes Kind. Dabei steht sie eigentlich fast den ganzen Tag nur herum. Laut einer ARD-Umfrage 23 Stunden am Tag, nur eine Stunde wird es genutzt. Aber trotzdem will eigentlich fast jeder ein Auto haben. Ja, manche lieben ihr Auto sogar so sehr, dass sie es sogar vergolden lassen. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Damn right. Pimp my ride in der Oberpfalz. Autos, Yachten, Wasserhenne oder ein Zahngebiss. Die Firma Realgold aus Regensburg lässt alles in Gold glänzen, vor allem aber Autos. Derzeit vergolden sie das Weihnachtsgeschenk eines vermögenden Vietnamesen, einen nagelneuen Rolls-Royce. Wert vor der Goldbeschichtung 300.000 Euro, Wert nach der Goldbeschichtung 500.000. Angst vor Einbrechern? Wir sind gut versichert. Und wer bitte lässt sich denn Sachen vergolden? Von Otto Normalbürger bis reiche Menschen, die im Haushalt was machen lassen, am Fahrzeug was machen. Teilweise in der Türkei Ministerpräsidenten und so weiter. Sogar internationale Promis sollen dabei gewesen sein. Aber Diskretion ist in solchen Branchen natürlich oberstes Gebot. Hier wird wirklich an jedes Detail gedacht. Wir haben einen eigenen Rolls-Royce-Regenschirm, auch der vergoldet. Ich habe hier auch noch was, ein vergoldetes iPhone. Und so ein iPhone, da haben sich die Besitzer von diesem Wagen auch extra was anfertigen lassen. Und zwar für die Dame einmal in rosa mit Swarovski-Kristallen und für den Herrn in weiß mit Swarovski-Kristallen. Und da sind wir jetzt auch gleich beim nächsten Thema, denn Swarovski-Kristalle, die gibt es jetzt auch in Regensburg auf einem Ausflugsschiff. Und da schauen wir jetzt mal hin. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Seit einer Woche liegt die Kristallkönigin der Firma Wurm und Köck in ihrem Heimathafen Regensburg. Mehr als ein Jahr lang wurde an ihr geplant und gebaut. Inspiriert wurde der Bau des schillernden Kristallpalastes von der sagenumwobenen Kristallkönigin, die ihr Reich unter dem Drachenkamm von Fichtach haben soll. Die eingebauten Swarovski-Kristalle, fast unzählbar. Was wir genau wissen, dass im Luster 230.000 Kristalle eingefädelt sind. Da sind ungefähr 20 Mitarbeiter bei der Firma Knie 3 Wochen lang da gesessen, haben diese Körbe gefädelt.